Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Wir spulen direkt ein bisschen vor, weil es Nacht ist. Und schauen dann mal unsere Anbauzone mit dem Baumwolle ist fast fertig. Da fehlt nicht mehr so viel. Wachstumsrate 0, benötigte Lichtstärke 51. Ja, okay, die wächst jetzt nicht, weil Nacht ist. Benötigte Helligkeit, Brennbarkeit, Lebensdauer 48 Tage. Wachstumsdauer 8 Tage. Na, wir schauen dann mal. Eine gute Pflanzenfaser, aus der Kleidung hergestellt werden kann. Ich hoffe, dass wir unsere Forschung bald fertig bekommen. Das wäre mir irgendwie ziemlich wichtig. Wir haben die letzte Heizung gebaut, glaube ich. Und das würde bedeuten, der restliche Metall, den wir jetzt noch finden, geht dann endlich in unsere Mechanikwerkbank. Jo, hier wird Liebe gemacht. Das ist schön, dann haben die wenigstens gute Laune. So, ich wollte mich ein bisschen umgucken auf der Map. Ja! Sulle! Sulle ist unser Held! Unsere Heldin des Tages! Wir haben einen Dromedar gezähmt. Das bedeutet, wir können jetzt Dromedare züchten. Mit ein bisschen Glück. Auf die müssen wir jetzt gut aufpassen. Das ist klasse. Super. Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Das ist ein schöner Start in die Folge. Ja, und dann kann die Sulle aber jetzt eigentlich hier mal so, komm, trag mal ein paar Bauteile ins Lager. Bauteile haben wir echt viele gefunden. Was uns jetzt wirklich noch fehlt, ist Metall. Uns fehlt so richtig viel Metall. Hier ist noch ein Dromedar. Dromedar weiblich, Alter 20, geht spazieren. Ich weiß echt nicht, sollen wir das jetzt jagen? Weil wir haben ja eigentlich zwei weibliche Dromedare. Alter 17, Alter 32. Ja, okay, die können schon älter werden, ne? Dann tun wir das nicht jagen. Dann tun wir auch versuchen, das zu zähmen. Bleiben wir mal dabei, die Tiere zu zähmen. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Wir haben halt leider kein Fleisch, ne? Wir kriegen ein Problem mit dem Fleisch, wenn... Aber ich glaube, unser... ja, das Pemmikan verbieten wir mal. Das heben wir mal für den Notfall auf. Ich weiß nicht, was unser Grau ist, wenn er Hunger hat. Ich glaube, der isst auch hier von den Kolonisten die Nahrung. So, was macht denn die Sulle jetzt? Versucht den anderen Dromedar zu zähmen. Das finde ich gut. Nice. So, Nate. Kann die Schneidern kein Material? Ja, schade. Nee, ein Cowboy-Hut. Geht das? Nee, kann nicht schneidern, kein Material. Ja, wir brauchen mehr Sachen. Brauchen mehr Material. Geht leider nicht anders.
Da würde es uns halt gelegen kommen, wenn wir das Dromedar schlachten würden. Aber jedes Dromedar, was uns gehört, ist natürlich so, dass wir es vielleicht auch mehr Chancen haben, dass wir dann mehr Chancen haben, einen Dromedar zu zähmen. So, bring bitte den Stall mal weg. Du schon so dabei bist. Vielleicht können wir ja noch. Was macht denn die Lukas? Wo pflanzen die jetzt an? Trägt Marmorbrocken zur Abfallzone. Kannst du nicht mal hier. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Weil vielleicht reicht ja die Fähigkeit 8. Wir haben aber erst Fähigkeit 7. Deswegen geht es noch nicht. Ja, okay, dann müssen wir da drüber. Dann müssen wir darüber klarkommen. Ich glaube, wir machen mal hier wieder erlaube die Aussaat. Und hier auch. Haben wir das noch gecancelt? Erlaube Aussaat. So, jetzt dürfte eigentlich alles wieder passen. Gewachsen. Ist nicht mehr inspiriert. Tja. Kann man nichts machen. Dann ist er halt eben wieder normal. Nicht mehr inspiriert. Aber wir haben ja auch gerade keinen riesen Skarabäus, den wir irgendwie beschießen müssen. Nee, wir haben nur ein Dromedar, was man versuchen kann zu zähmen. Guck mal, du liebes Dromedar. Es gibt bei uns schon andere von deiner Sorte. Komm doch auch zu uns. Wir behandeln dich auch gut. Du kriegst Essen. Du kannst drinnen schlafen. Keine Ahnung, was ich dir noch erzählen könnte. Oh, ein Strauß, ein Strauß. Ein Strauß, ein Strauß. Den jagen wir. Der gibt uns vielleicht das nötige Leder, um einen zweiten Parker herzustellen. So, die Lukas baut mal ein paar neue Kartoffeln an, was auch ganz gut so ist. Damit uns auch kein Essen ausgeht. Ja, und die Forschung dürfte jetzt jeden Moment soweit sein. Ich glaube, das wird nichts mehr. Der Dark Eye ist müde. Ist müde und will schlafen gehen. Aber wir sind fast soweit. Psychisches Brummen, oh je. Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Ja, eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie sendet ein Summen aus. Okay, also das bedeutet einfach, unsere männlichen Kolonisten haben eine Weile schlechte Laune. Da müssen die dann halt mal durch. Das heißt, wir können die jetzt nicht ärgern. Wir spulen mal die Nacht vor. Sollten aufpassen, dass jetzt hier keiner ausrastet. Und eher die in Ruhe lassen. Kann man nicht viel machen, außer halt die in Ruhe lassen. Und hoffen, dass sie halt schlafen und sich gut erholen.
So. Wir haben Sachen bekommen. Was ist denn da? Pilze. Okay. Pilze sind ja schon nett. So, wir spielen trotzdem die Nacht fertig vor. Und ich glaube, dass wir dann eine von den Damen hier die Sachen einsammeln lassen gehen. Warme Kleidung benötigt, ja. Das kann so sein. So, die Lukas ist wach. Kann das tragen. Die Sulle kann das auch. Ich denke, ich lasse ja einfach mal die ganzen Damen heute schuften. Was jetzt passiert? Nix. Auf jeden Fall haben wir einen Strauß gejagt und geschlachtet. Unsere Tiere. Das ist doch ganz schön. Die sind echt weit voneinander entfernt. Ich würde gerne irgendwie so ein Tiergebiet machen. Tiergebiet. Neues Gebiet. Machen das mal so. Die dürfen sich nur da aufhalten, wo die Heimat ist. Wenn die sich nur da aufhalten, wo die Heimat ist, dürften sie sich ja öfter treffen, oder? Das ist dann schon okay. Sulla hat Dromedar gezähmt. Wir haben 4 Dromedare, das ist super. Darf auch gleich mal nur in der Heimat herumlaufen. Ja, nice. So, Forschung abgeschlossen, elektrische Schmelzverfahren. Schalte elektrische Schmiede und Schmelzöfen frei. Nice. Schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes lernen. Lange Klingen. Recurve-Bogen. Passive Kühlung, Teppichherstellung. Waffenschmiede, ja, vielleicht echt eine Waffenschmiede oder Grundlagen Mikroelektronik. Feuerbestattung, das ist auch wichtig. Überlebensrationen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil vor allen Dingen wir hier kein, irgendwie kein... Oder die Drogenherstellung wegen Medizin. Ich glaube, wir lernen das mal schnell, die Drogenherstellung, das geht auch flott. Wir haben hier keine... Vielleicht auch den Teufelsgarnpilz. Den könnten wir dann eventuell auch anbauen. Aber ich bin mir echt noch unsicher, was wir hier in welcher Reihenfolge jetzt lernen. Auf alle Fälle könnten wir jetzt hier einen Schmelzofen hinstellen. Und der geht ja auch elektrisch. Das heißt, der muss so... Das ist zu weit, ne? Also wenn wir den aber drehen. Also hier hätte er Strom. Wollen wir den mal hier hinbauen, in die Ecke? Naja, komm, warum auch nicht? Können wir den auch so? Ne, dann hat er keinen Strom mehr. Bauen wir den mal hier hin. Und dann können wir ja noch einen Schrank vielleicht... Können wir noch einen Werkzeugschrank, genau dazwischen. Werkzeugschrank wird gebaut, Kopie bauen. Ja, hier brauchen wir dann auch einen. Und ich glaube, eine Lampe brauchen wir dann hier aber auch nochmal. Sonst wird es da ein bisschen dunkel. Jo, wir haben zu wenig Metall für diese Dinge. Wobei das hier schon so das Wichtigste wäre.
brauchst du jetzt die Lampe. Na gut, ist egal. Weil wir genug Metall haben, wird irgendwas gebaut in der Reihenfolge eben. Da brauchen wir mal noch ein bisschen was. Zusammenbruchrisiko schwer. Warum denn? Was hast du denn für Probleme? Außer das psychische Brummen. Gar keine. Ansonsten noch alles in Ordnung. Sehr kalt. Naja, okay. Vielleicht kann der Naht, wenn er das hier... Fleisch verarbeitet hat, vielleicht kann er dann den Parker herstellen. Müsst ihr jetzt gehen? Wir schieben den mal wieder nach oben. Oder wenigstens einen Hut, wenn schon kein Parker. Schauen wir mal. Wie geht's in unseren Tieren? Wieso haben die denn keinen Meister? Wahrscheinlich, weil die noch keinen Gehorsam gelernt haben. Da kann man ihnen keinen Meister, glaube ich, zuweisen. Lukas bringt Metall zum Schmelzen. Das finde ich super, dass sie das zuerst bauen. Finde ich echt gut. Zusammenbruchrisiko schwer. Hoffentlich überwinden wir das. Ohne dass der hier noch austickt. Kann man den irgendwie schlafen schicken? Nicht so. Bedürfnis. Stimmung. Scheuliche Umgebung. Ja, da kann ich doch nichts machen. Da kann ich doch nichts machen. So, ich glaube, die Lukas ist immer noch nicht so weit. Hab ich denn da geguckt? Landwirtschaft 7. Nee, oje, das dauert noch länger. Schlechter Profi. Kein Interesse zu lernen. Leider. Das mit unserer Heilwurzel wird, glaube ich, doch nicht so schnell was. Hier haben wir das erlaubt. Ah, hier haben wir noch keine Aussaat erlaubt. Wir sollen mal schlafen gehen jetzt hier, der Herkules. Damit er sich ein bisschen besser gelaunt fühlt. So, und das verbieten wir, glaube ich. Weil so ein bisschen Pemmikan jetzt im Winter kann echt nicht schaden. Bisschen schneller. So, Zusammenbruchrisiko leicht. Sehr schön. Die machen auf jeden Fall was. Immer schön beschäftigen, damit wir wieder gute Laune bekommen. Eins, zwei, drei, vier. Platz für einen haben wir noch. Ich weiß nicht, wie lange dieses Brummen noch geht. Ein Tag und 7 Stunden. Bisher haben wir es sehr gut überlebt. Nice, jetzt hat es aufgehört. Das bedeutet, die müssten jetzt auch eigentlich sich wieder etwas... Marmorblöcke. Wir haben gar keine Marmorblöcke für das Bett. Sandsteinblöcke. Aber wir brauchen Kalkstein. Trockenfutter 75.
Geht spazieren. Milchfüllung 49%. Wachstumwolle 42%. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie das mit dem... Oh, wir haben ein Dach gebaut. Wie das mit dem... Heu funktioniert. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht so ganz im Jahr begriffen. Aber das psychische Brummen ist zumindest überwunden und ich sage euch jetzt erst einmal Tschüss und Bye-bye für diese Folge, denn unsere Aufnahmezeit ist um. Bleibt immer konzentriert, bleibt immer dabei. Habt viel Spaß. Eure Kalugia.